Audi-Partner, herzlich willkommen hier zurück zu Weird West. Wir sind bereits schon auf der Spur der Stillwater-Banditen. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier einen nach dem anderen von ihnen ausschalten können. Aber vorher müssen wir nochmal lernen, wie man heimlich vorgeht. Während du dich duckst, ist es weniger wahrscheinlich, dass Gegner dich bemerken. Möchtest du noch unauffälliger bleiben, kannst du dich durch hohes Gras bewegen oder dich deinem Ziel nachts nähern. Ich bin mir nicht sicher, wir haben Nacht, das sieht man oben rechts, ne? Das ist, glaube ich, das Mondzeichen. Das heißt, es gibt eine gewisse Chance, dass der mich jetzt hier gar nicht sieht. Yep, der hat mich jetzt hier nicht wirklich gesehen. Oh, das ist natürlich ein Problem für ihn. So, jetzt kann ich ihn erstmal dahin bringen. So, legen wir den Mistkerl mal ab. Ihn durchsuchen, Munition aufnehmen. Ist witzig, ne? Den Typen lassen wir tatsächlich relativ unversehrt. Oh, sehe ich das richtig? Waffen wechseln. Du hast eine Waffe eines neuen Waffentyps gefunden. Halte die linke Taste gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen und wechsle zwischen deinen Waffen. Du kannst, ja, das weiß ich. Okay. Also dich kann ich jetzt hier machen. Und jetzt habe ich hier das Gozer Service Rifle. Schaden 35, Schaden 30. Ich bleibe aber jetzt erstmal nochmal auf der Pistole. Weil sehe ich das direkt, wenn ich das jetzt hier auswähle? Nee, also dann nimmt es nicht sofort in die Hand. Zielen, okay. Das ist jetzt cool. Das gefällt mir. Nice. Also gut, dann wieder das hier auswählen. Und weiter gesneakt. Im Kampf Deckung nutzen. Ducke dich im Kampf hinter Deckung, um dich vor gegnerischem Beschuss zu schützen, während du deinen nächsten Schuss vorbereitest. Beim Zielen bleibst du geduckt, doch beim Feuern deiner Waffe, wirst du höchstwahrscheinlich sichtbar werden. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt hier dann doch. Ich nehme mal doch das Gewehr. Erstmal den da wegmachen. Ich mache erstmal den da weg, ne? Der hat es hinter sich. Au. Ich habe auch einen leichten Schuss jetzt hier gerade eben abbekommen, aber. Bis auf diesen einen unnötigen Schuss haben wir sie sehr effizient weggemacht. Ein Bolt-Action Forester. Mal gucken, ob diese Waffen wirklich unterschiedlich. Also was sie so können halt, ne? Rattenfleisch roh. Fleisch. Noch mehr Kotelett. Ich kann jetzt hier ganz, ganz kurz mal was kochen. Denn wir haben immerhin 17 Lebenspunkte verloren. Wir denn alles hier? Ich habe so viele von diesen komischen Kotlets. So. Dann gehen wir mal weiter. Die da drüben haben das zum Glück nicht gehört. Frage mich, ob man es auch irgendwie hinbekommen hätte können. Ich habe es jetzt gar nicht probiert, ne? Den Gegner hier, also beide Gegner eventuell im Sneak-Modus zu killen. Bin jetzt leicht nass. Das hat sicherlich irgendeine Art von Bewandtnis. Kann ich den jetzt holen, ohne dass der andere das merkt? Ich habe deinen Kumpel dabei. Sehr schön. Oh, das gefällt mir jetzt schon. Er hat es gar nicht gemerkt. So, weg mit dir. Genau, direkt ins Wasser, damit auch ja säuft. What was this? Ah, er ist wirklich ertrunken. Er ist wirklich ertrunken. Ups. Erst mache ich noch einen Witz drüber und dann zeigt mir das Spiel. Alter, du hast recht. So, okay, jetzt bist du fällig. Also ich habe jetzt vorher so eine Versuchsreihe damit natürlich anzufangen. Ich möchte wissen, ob der jetzt hier auch ertränkt.
Das wäre eine interessante Möglichkeit, sie alle um die Ecke zu bringen. Ich weiß nicht, warum der jetzt gerade gestorben ist. Ich dachte, der wäre noch nicht da im Wasser. Warum der jetzt auf jeden Fall einmal tot ist, verstehe ich nicht so hundertprozentig. Dynamit! Okay, dein Inventar ist voll. Du kannst im Inventarregister das Tagebuch Gegenstände wegwerfen, Beute in einem Laden verkaufen oder dir auf der Bank ein Schließfach mieten, in dem du die Wertsachen verwahrst. Die verwahrten Gegenstände können in jedem anderen Bank wunderlichen Bestens wiedergeholt werden. Noch mehr Dynamit nehmen, wie ich gerade eben feststelle. Was ist das da noch? Eine Zange. Das muss ich gerade eben mal gucken. Also das Inventar ist wirklich voll 48 von 48. Schaden 17, aber ein größeres Magazin. Selbe Knarre. 35 Gozer Service. Bolt Action Forester. Hat aber ein größeres Magazin. Du hast ein 8er Magazin. Angriffsgeschwindigkeit langsam. In Besitz 1. Warte mal, ich kann mal die Waffe verschrotten, weil ich probiere das immer mal, ne, was dann passiert. Okay, dann bekam ich ein bisschen Munition. Das ist tatsächlich dieselbe Art Knarre, ne? Ja, komm, das machen wir. Die andere Knarre lassen wir da mal. Das ist dreimal Dynamit. Was ist mit dir hier? Ach nee, ich habe noch mal so eine, witzig. Brachte mir nochmal Munition ein und die brauche ich ja eigentlich auch nicht. Nochmal drei Munition. Ah, also wir sind auch nicht mehr voll dadurch. Das ist gut. Gucken wir mal, was wir jetzt hier noch finden. Band. Band. Eine Schaufel. Eine Öllampe. Ich kann ausmachen. Wenn jetzt auch noch die Situation kommt, dass die Gegner darauf reagieren. Ey, dann sind wir aber schon in einem ziemlich geilen Spiel dann unterwegs. Noch weiß ich es nicht. Ich habe jetzt leider die beiden Typen um die Ecke gebracht. Da hinten ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Guck mal gerade eben. Ein Grab. Guck mal, was es da ist. Silberklumpen. Da hat sich jemand mit seinem Silber beerdigen lassen. Okay. Ich sehe schon, Grabräuberei ist hier lohnenswert. Tja, die alte Jane, die Leichenflatterin. Schnelles Speichern und Experimentieren. Wenn du mit einer neuen oder riskanten Vorgehensweise experimentieren möchtest, setzt Weird West dir kaum Grenzen. Du kannst völlig unbemerkt durch ein Gebiet schleichen, an Orte reisen, für die du vielleicht noch nicht bereit bist und sogar Schlüsselcharaktere der Geschichte umlegen. Das ist witzig. Auf die eine oder andere Weise lässt sich deine Reise immer abschließen. Vielleicht solltest du jedoch schnell speichern, bevor du etwas Riskantes ausprobierst. Denn wenn du der Herausforderung nicht gewachsen bist, kann dich ein früher Tod ereilen. Ja, Spiel sagt, ich soll speichern. Dann speichern wir doch mal. Ich habe übrigens auch überhaupt gar kein Schnellspeichern seitdem. Seht ihr, ne? Also kein einziges. Schon mal gut zu wissen. Wir sneaken jetzt erstmal hier weiter voran. Das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch der versteckte Hinweis. Du kommst jetzt dahin, wo es gefährlich wird. Die Umgebung nutzen. Ja. Mach dir die Umgebung für deine Feinde zunutze. Du kannst sie auf eine Öllampe in der Nähe schießen, um Öl auf das Gras zu verteilen, um einen Brand auszulösen. Ey, geil. Aber will ich das? Es sind sehr viele Heckenpenner hier. Es sind wieder zwei Stück hier. Aber die wirken beide sehr abgelenkt. Ja, dann bist du jetzt wohl fällig, Junge. Entschuldigung. Sterben die eigentlich immer, wenn ich sie werfe? Das probieren wir gleich mal aus. Also, eine neue olympische Disziplin wurde jetzt geboren. Der Schurkenweitwurf muss an einem Hügel ausgetätigt werden. Tatsache, hat er das jetzt überlebt? Okay, also daran lag es wohl nicht. Dann war es wohl wirklich das Wasser. Experimentiere noch mal ein bisschen mit ihm. Magst du vielleicht Kakteen nicht?
Das war es wohl auch nicht. Egal. Dann war es wohl wirklich das Wasser. Die haben also alle eine sehr, sehr ausgeprägte Wasserallergie. Jetzt will ich das gerade eben mal testen, ob der darauf reagiert. Nee, leider nicht. Der pinselt da die Wand weiter an. Na gut, komm, dann mache ich dich jetzt einfach alle. Jetzt guck mal, säuft der jetzt hier einfach? Mein Inventar ist offiziell mal wieder voll. Schwarz gebrannt und. Was ist, wenn ich dich jetzt hier einfach werfe ins Wasser? Ist wahrscheinlich nicht tief genug. Ja, dann können wir doch ein paar Sachen auseinandernehmen. Also, wir haben jetzt hier wieder. Ach, jetzt, das ist jetzt eine Schrote. Das ist neu. Eine neue Waffe. Okay, das Ding hat, das ist die Widowmaker. Ey, ohne Witz, ich möchte diese Waffe nutzen. Statt der anderen. Die macht einfach mehr Schaden. Hier war mal 70 Schaden. Das ist 40. Ja, dann nehme ich natürlich die 70. Reichweite ist bei beiden in die, okay, Mittel. Nee, das ist mit der Schrote, finde ich, in Ordnung. Also dann nehme ich mal dich auseinander. Ich glaube, ich habe mehr Übersicht, wenn ich das so mache. Zwei Schaufeln haben wir. Blendgranate. Wir haben keinen Pfeil und Bogen. Habe ich immer den Schwarzgebrannten noch mitnehmen können. Und hier oben liegt wohl ein XP herum. Ja, ich habe eine Nimp. Eine Nimp, eine Nimp, eine Nimp. Dann gucken wir mal, was wir damit jetzt machen können. Also, wir können jetzt hier theoretisch mit dem Gewehr Kugelhagel machen. Genau zwischen die Augen. Der nächste Schuss ist garantiert ein kritischer Treffer. Und ignoriert Rüstung. Lautloser Meuchler. Der nächste Schuss ist geräuschlos. Ey, das nehmen wir. Geräuschlos schießen bei der Schrote. Blitzschnelles Nachladen. Das ist auch super. Nehmen wir auch mal mit. Ich habe jetzt schon 3 XP. So rein vom Leveln her kommt mir das sehr schnell vor. Oh, ich muss aufpassen. Hier kommen jetzt eine Menge Typen. Nehmen wir hier die Double Barrel. Oh, this will be so much fun. Oh, da oben ist einer. Sind mehrere Typen. Die Frage ist, wie kriege ich die jetzt am dümmsten? Kritische Situation. Du misst der Paps auch. Er ist auch nicht verdient, was Shelby ihm angetan hat. Die haben also, so wie es aussieht, ihre eigenen Leute hier quasi an ihren komischen Boss da verputtert, oder? Also wenn es nach mir geht, würde ich gerne den einen oder anderen von denen erstmal ausschalten. Wenn ich das kann. Ich muss jetzt warten, bis die beiden da wieder weg sind. Dann kann ich mir den da mal holen. Warum kommst du nochmal hierher? Das war interessant. So, als wenn du dich umdrehst, ist der andere fällig. So, jetzt. Und tschüss. Ja, euer Freund ist kurz mal austreten gegangen. Ich will aber diese komische Knarre haben. Gibt es nicht irgendetwas, was ich nicht brauche? Ach, ihr seid Knochen. Damit kann man Schaden machen. Weg mit. Dann nehme ich jetzt hier kurz nochmal diese Schotti auseinander. Mir nochmal ein bisschen Muni ein. Kann die Knochen hier übrigens auch wieder aufnehmen. Wenn der da oben weg ist. Ey, ich finde das so cool, dass man das hier auch im Sneak-Modus spielen kann. Ne? Das ist schon geil. Der da oben ist ein echtes Problem. Ich ahne, dass der vielleicht
unangenehm werden kann. Ich muss auf die Gelegenheit warten, wenn der da oben nicht guckt, dann kann ich mir den komischen Wanderer da schnappen. Wenn er nah genug ist. Drehst du garantiert gleich wieder um? Nee, doch nicht. Du gehst wieder komplett weg. Es wäre halt cool, wenn man gucken könnte, wohin die genau gucken, ne? So ein Sichtkegel. Ach, das sehe ich auf der Map. Oben rechts auf der Map sehe ich das. Interessant. Aha. Du hast auch kein Gestein. Niemand legt sich mit den Stillwaters an. Ja, meinst du, Schatzilein, meinst du? Ich habe gerade eben schon damit begonnen. Man muss halt auch manchmal einfach die Situation einfach mal aussitzen, ne? Kommst du jetzt gar nicht mehr hierher? Ne, die hat überhaupt, die hat komplettes Interesse an mir verloren. Oh, muss jetzt hier echt aufpassen. Ich hab grad gesehen, wie das abläuft, ne? Hier nochmal in Deckung bleiben. Und dann den da oben jetzt hier mir gleich mal schnappen. So, die lege ich direkt hier schon mal ab. Ja, eine Machete. Boom. Okay. Okay, nachladen. Deckung, 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 Deckung. Boah, okay. Das war nicht so wie geplant. In keinster Weise. Aber wir leben noch. Jetzt gucke ich mal gerade eben, was ich hier nochmal auseinandernehmen kann. Also wir haben jetzt hier eine Machete. Die ist deutlich besser als das Messer. Wir nehmen natürlich die Machete. Ansonsten von den Waffen hier haben wir nicht mehr so viele Optionen. Schlangenhaut. Die lege ich mal kurz mal ab, damit ich hier Sachen auseinandernehmen kann. Vor allem das Ding ist viel mehr wert. Also wir zerlegen dich. Und dann nehmen wir noch dich damit. Dich habe ich hier noch nicht näher angeschaut. Ja, wir brauchen nochmal hier so etwas. Dietrich brauchen wir. Weißt du was? Ich sollte ganz, ganz kurz einfach was zum Essen machen. Dann ist der Drops gelutscht. Ich glaube, jetzt brauche ich auch nicht mehr schleichen fürs Erste. Lagerfeuer kochen. Ich mache jetzt einfach mal ganz, ganz kurz mal die Kartoffeln. Ne? Dann ist die hier schon mal weg. Die hartgekochten Eier, die verbrauchen auch nur Inventarplätze, genauso wie auch ihr. Der Rattenspieß verbraucht einen Inventarplatz. Ja, und die anderen Sachen sind einfach zu groß. Also was die Lebenspunkte angeht, von der Regeneration her. So, okay, also. Nehme ich noch diesen Löffel damit. Ich hätte auch da oben dieses TNT-Fass anschießen können, ne? Das wäre auch eine interessante Option gewesen. Haben wir da noch? Gewehrmunition liegt da rum. Nochmal ein Schlafsack. Ein Bett, da könnte ich jetzt schlafen, wenn ich Lust hätte. Dynamit. Mit dem Dietrich kann ich das hier knacken. Und dann gibt es ja eine einfache Hirschfellweste. Oh, nice. Westen. Eine Weste hält zwar keine Kugel auf, trotzdem könnte sie dir das Leben retten. Westen erhöhen deine Rüstung, was wiederum den erlittenen Schaden verringert. Günstige Westen kannst du dir in Dagger and Bones Läden in den meisten Städten kaufen. Höherwertige Westen erhältst du im Trapperlager. Im Trapperlager. Da wäre übrigens sogar noch ein Dietrich rumgelegen. Also wir sind immer noch im Tutorialland unterwegs. Sehr, sehr eindeutig. Und noch ein Dietrich. Okay, also wir sind jetzt hier, zerlegen dich. Brauchen dich nicht mehr.
Ich brauche dringend ein größeres Inventar oder jemand, der mir das Zeug hier abkauft. Der Oberhammer. Warte mal, was kann ich denn mit diesen Karten machen? Okay, kann nur verkauft werden. Gut. Wir schleichen dann mal weiter. Weil hier muss ich momentan noch nicht schleichen. Aber hier sollte ich mal langsam aber sicher damit anfangen. Wobei, ich bin der Meinung, komm, wir könnten jetzt auch einfach mal hier richtig Halligalli machen. Ausweichsprung. Während du zielst, kannst du mit B springen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wo gehst du hin? Wenn du zum TNT-Kollegen gehst, weiß ich, was ich tue. Wer geht es da drüben hin? Still waiting. Still waiting. Kommt der demnächst nochmal zurück? Man weiß es nicht. Jetzt, 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 jetzt. Ja, komm, komm, komm. LOL! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Ich hab da nicht drüber schießen können, das ist echt eine Scheiße, ey. Oh oh. Geh weg! Okay, ich habe ehrlich gesagt gedacht, komm, ich schieße jetzt mal gegen die Wand. Eigentlich war es nicht das, was ich gedacht habe. Ich dachte, ich schieße nicht gegen die Wand. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben, Freunde. Und umso besser, dass wir jetzt immer noch hier sind. Das heißt, wir können das jetzt hier auch mal anders erledigen, ne? Also einfach mal komplett, tut die komplett die anders. Autsch, weia. Kann ich dich jetzt einfach mal mit dem Messer wegmessern? Okay, mit Messer ist nicht so geil in der Schießerei, wie man gerade eben sieht. Das war aber auch zu erwarten. Nehmen wir mal die Pistole. Okay. Das lief gerade eben schon mal ein bisschen anders. Also nicht super, aber es lief anders. Good to know. Okay, also wir nehmen jetzt erstmal alles hier wieder mit, ne? Nur um mal zu zeigen, ne, wir können hier auch komplett anders und aggressiv vorgehen. So, ich muss dringend hier mir das mal anschauen. Die lasse ich fallen. Das habe ich ja schon definiert, dass wir die fallen lassen. Dann wirst du jetzt hier auseinandergenommen. Ne, du bist die Double Barrel. Dich nehme ich da rein. Das ist diese andere Schotti. Aber die Double Barrel hat eine mega kurze Reichweite, war so mein Eindruck. Also wirklich heftig kurz. Auf der anderen Seite brauche ich halt auch nur etwas, was halt so eine kurze Reichweite hat. Also ich brauche diese Waffe nicht für andere Spirenzchen. Was haben wir eigentlich hier? Hier ist nichts. Ölfass, Ölfass, hoppala. So, jetzt können wir ausnahmsweise mal wieder Talente ausgeben, ne? Also, ich nehme... Hey, nun, wenn du das nächste Mal abdrückst, feuerst du automatisch einen Schuss auf jedes Ziel. Also, ich bin bis jetzt ein großer Fan von der Pistole. Was ist eigentlich das da? Zaubern. Für 8 Sekunden werden Gegner in deiner Nähe zu Verbündeten. Okay. Schrapnellmine. Bogentalente, Nahkampftalente. Blitzkugeln. Ich nehme mal die Blitzkugeln, komm. Also man kann ja wirklich geil experimentieren, aber das hat es ja schon geheißen, dass man hier experimentieren kann. Ich sollte vielleicht mich nochmal heilen. Und dann mich jetzt hier mal geistig auf einen Shootout vorbereiten, ne? Wir gehen dieses Mal etwas aggressiver an die Sache ran.
Deckung. Deckung. Ey, die Steuerung ist mit dem Ding für mich echt nicht einfach. Down. Also ihr seht, so geht's auch und vor allem auch sehr viel schneller. Inventar schon wieder voll. Ich will aber die Waffe auseinandernehmen dürfen. Mal überlegen, was nehmen wir denn da? Ne, einfach Alkohol trinken, aber das will ich jetzt gerade eben einfach mal nicht. Komm, wir looten die jetzt gleich, nachdem ich jetzt erstmal das gemacht habe, was wir vorhin schon gemacht haben. Kartoffelbrei machen, Eier, Eier. Und damit sind wir wieder voll geheilt und haben wieder zwei Slots frei. Kann ich hier die Knarren nehmen, genau. So, jetzt kann ich diese Knarren auseinandernehmen. Nehme nochmal diese Schaufel mit. Also es ist auf jeden Fall sehr viel leichter, wenn man sie einfach schnell über den Haufen schießt. Nicht super leicht, aber leichter. Und der hat diese Machete. Das ist die kaputte Schaufel. Die schmeißen wir mal weg. Dafür kommt jetzt die Machete hier ins Inventar. Wir werden jetzt die Machete benutzen. Denn war mal der Silberlöffel, ist der was wert? Dollar, okay. Bei 8 Dollar für die Zeit damals, also das ist ein Haufen Kohle. Nur mal gesagt haben, ne? Also das ist richtig viel Geld. So, eine einfache Weste, die ich jetzt leider nicht anziehen kann, weil ich das hier kurz mal abwerfen muss. Die tragen wir jetzt auch schon, aber das Witzige ist, sie belegt trotzdem einen Slot. Das ist heftig. Damit kann man Westen herstellen. Gebrauchte Kerze. Gebrauchte Gebetskerze. Warum seid ihr so unterschiedlich? Ach nee, das ist ein eigenes. Ach, die kann man fünffach stacken. I see. Ja, ich bin jetzt halt einfach auf Gedeih und Verderb hier voll, ne? Es geht halt einfach nicht mehr. Okay. Ja, dann ist es halt so. Freunde, ich möchte die alle noch über den Haufen geballert wissen heute. Und zwar dieses Mal bitte auf die unpeinliche Art. Bitte nicht. So. Müssen wir die Waffe wechseln? Glaube, ihr habt, dass ich hier den Revolver nehme. Ich warte es halt einfach immer noch auf die Gelegenheit. So, jetzt sehe ich ihn auch. Ich habe das Zeichen falsch gedeutet gehabt. Jetzt kommt er. Ich warte mal darauf, ne? Er wird gleich da sein. Any second now. Gleich geht die Sonne auf, wenn der noch länger braucht. Ich glaube, da schläft dir schon die Hand ein, ne? Tja. Das hat geklappt. Das hat sogar verdammt gut geklappt. Nehmen wir doch gerade eben nochmal das ganze Zeug. Zerlege jetzt hier noch ganz, ganz schnell diese Waffe. Und ich wollte sie nicht auf den Boden legen. Ich wollte sie zerlegen. So, zerlegen. Dann hier nochmal die Knarre hier nehmen. Da habe ich auch zum allerersten Mal eine Fähigkeit eingesetzt. Wo ist eigentlich der letzte? Den hat es dahin verschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Auch dich haben wir zerlegt. Und damit, meine lieben Freunde, gucken wir noch uns ganz schnell an, was das hier ist. Du hast ein paar Fußabdrücke entdeckt.
Wir sollten sie wohl mal untersuchen. Clean footsteps. Stillwaters weren't too careful covering their tracks. Paths clear. Okay, also wir wissen, dass wir jetzt ihnen da auf diese Art und Weise folgen können. Das machen wir auch beim nächsten Mal. Aber vorher schauen wir natürlich noch. Lauffeuergemisch. Okay, ist eine Art Molotow-Cocktail, so wie es aussieht. Ich hoffe aber einfach mal, dass wir sowas hier nicht brauchen, Freunde. Okay, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen dann mal beim nächsten Mal weiter. So langsam aber sicher komme ich rein ins Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ansonsten sage ich dann mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.